Einen schönen guten Abend zusammen. Die Jury hat gesprochen. In den USA ist heute Nacht ein Urteil gefällt worden, das auch bei uns in Deutschland genau beobachtet wird. Der Tod von George Floyd und die Konsequenzen bewegen auch Deutschland, wie das Graffiti im Berliner Mauerpark deutlich zeigt. Heute ist der Prozess dann zu Ende gegangen. Die Erwartungen waren riesig. Die 12 Geschworenen hatten sich gestern nach den Plädoyers zu ihren Beratungen zurückgezogen, wie wir es aus Filmen kennen. Von der Außenwelt abgeschottet, damit sie unbeeinflusst von Meldungen und Medien ihr Urteil fällen konnten. Schuldig oder nicht schuldig für den Polizisten, der den schwarzen US-Amerikaner Floyd minutenlang mit seinem Knie auf den Boden drückte. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, ruft diese Aktivistin aus der Tiefe ihrer Seele. Wo vor knapp einem Jahr der Afroamerikaner in einem äußerst brutalen Polizeieinsatz sein Leben lassen musste, hatten sich schon vor dem Urteilsspruch hunderte Menschen versammelt. Eine große Erleichterung war zu spüren. Nach nur 4 Stunden hatten die Geschworenen ein einstimmiges Ergebnis erzielt. Der Richter hatte das Urteil der Geschworenen am späten Nachmittag verlesen. In allen 3 Anklagepunkten wurde der Ex-Polizist für schuldig gesprochen. Mord dritten Grades schuldig. Den Ex-Polizisten Derek Chauvin erwartet jetzt eine langjährige Haftstrafe. Als sie den Schuldspruch hört, kann auch die Familie von George Floyd ihre Gefühle nicht zurückhalten. Ich kann die Gefühle nicht in Worte fassen. Die Gefühle gehen durch meinen ganzen Körper. Ich bin so froh, dass mein Onkel endlich Gerechtigkeit gefunden hat. Ich bin so glücklich, bis in die Tiefe meines Herzens. Ich danke Gott. Ich kann jetzt endlich wieder froh schlafen. Monatelang hatte die Black Lives Matter-Bewegung auf diesen Moment gewartet. Aber für viele bleibt es auch heute nur ein Anfang auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit. Unsere Korrespondentin Verena Bünden ist für uns in Minneapolis. Verena, dieses Urteil, ist das jetzt genau das, auf das viele gehofft haben? Ein Urteil, das das Land wieder schlafen lässt? Also es ist sicherlich ein Urteil, auf das viele oder fast alle hier gehofft haben. Es ist nicht unbedingt das, mit dem alle wirklich gerechnet hatten. Schuldig in 3 Fällen. Das hat dann doch auch den einen oder anderen überrascht. Allerdings natürlich auch hier sehr erleichtert. Man muss sich mal vorstellen, dass die Geschichte wirklich bislang ganz andere Zeichen gesetzt hat. Etwa 1000 Menschen kommen jedes Jahr bei Polizeieinsätzen zu Tode. Aber in 98% der Fällen gibt es keine Anklage gegen die Polizisten. Und in diesem Fall also 3-mal schuldig, das ist ungewöhnlich und das hat die Menschen hier erleichtert. Es gab große Freude und es gab auch Triumph. Was heißt denn das jetzt 3-mal schuldig? Na, das ist natürlich erstmal ein Urteil, von dem eine Signalwirkung ausgeht, insofern, als dass sich die schwarzen Amerikaner gesehen fühlen, dass sie das Gefühl haben, ihnen widerfährt Gerechtigkeit und es kann jetzt nicht bei irgendwelchen Lappalien, bei unverhältnismäßiger Gewalteinwirkung ein Polizist damit rechnen, dass er ohne Konsequenzen davonkommt. Das ist natürlich auch ein Signal an die schwarzen Schafe bei der Polizei und dennoch will sich hier keiner nur damit zufrieden geben. Also heute ist die Freude, die Erleichterung groß. Und gleichzeitig sagen doch auch heute hier schon alle Demonstranten, die Familie, die Beteiligten, die einerseits auch erschöpft sind, die sagen alle, unser Kampf muss weitergehen. Was wir eigentlich brauchen, sind tiefgreifende Reformen und einen dauerhaften Wandel. Und über das Strafmaß wird dann später noch entschieden. Dankeschön, Verena Bünden nach Minneapolis.